Frohes Neues! Herzlich willkommen zu einer Folge 7 Days to Die mit der Hirnsturzcrew, mit allen Kaiser vor mir, der Wodan und der Jack Fleischhammer. Frohes Neues! Frohes Neues! Hallo, frohes Neues! Also ich glaube, wir haben ja schon das letzte Mal eine Folge aufgenommen, aber diese Aufnahmesession ist jetzt am 1. Januar. Mit dem Kater. 2017. 20 Uhr. Unfassbar. Und für euch kommt die Folge, glaube ich, an einem Donnerstag. Das müsste dann der 5. sein. 5. Trotzdem frohes Neues, ist egal. Frohes Neues am 5. Happy New genau. Year. Genau. Nein. Warte. Was denn? Oh, jetzt hat er mich erwischt. Oh, hat mich erwischt, hat mich erwischt. Zurück, ja, warte, zurück. Ja. Ich habe hier eine Zombie-Polonaise. Oh, ja, ich probiere die Schreierin raus. So. Oh ja. Oh, nice. Weißt du, was los ist? Er ist erregt und schluckt mehr. Das Mikrofon oder was? Ja, Entschuldigung. Echt? Oh, yeah. Nicht ansabbern, das stinkt nachher. Nee, eben nur dieses Oh yes. Ah. Aber das ist Emotion, das muss sein. Das ist wie bei Bob. Bob ist eigentlich während der Aufnahme sehr leise und dann, wenn er abgeht, dann. Ja, ja. Okay, so. Was kommt ihr, Wichter, ihr? Mein also, was ich wichtig finden würde, dass wir mal langsam anständige. Sachen Bikes haben. Ja, Bikes. Siehst Bikes. Du, genau, Bikes sind ja da. Zweimal Reifen, einmal Batterie noch. Fuck. Nee, auch fuck. Bewaffnung. Oh, fuck. Ich werde sterben. Nee, doch nicht. Ich blute. Hab ich irgendwas? Oh, nein, hab nicht. Ich werde sterben. Wo bist du? Mein Rucksack du? Nach innen verlegen. Ah, tot. So, ich geh mal Autos. Ist doof. Shit. Was ist du hast es fast geschafft. Gratuliere. Ja. Oh, der ist schon ich bin jetzt falsch durchsprungen. Ich hatte mich zu doll auf den Hammer verlassen. Links, wo? Nicht auf den Hammer verlassen. Zombie-Bataillon vor mir. So, jetzt habe ich mal Bad Row. Mal schöne Pille eingeworfen, jetzt geht's wieder. Nimm die mal so, mit. Pille. Muss man überlegen. Der ist ja tot, aber steht hier nur so rum. Wieso hat keine Bandagen? Stehen die schon wieder? Nee. Ja, ja, die stehen nur ein bisschen. Die kommen gleich. Ach, das kann doch nicht sein. Ausdauer regenerieren. Zombies. Neues Feature. Ich bin mal gespannt, ob das an unserer ursprünglichen Basis der gleiche Kram ist. Wie meinen? Du meinst, naja, das Problem ist ja, die Zombies stehen ja erst, seit wir hier in der Stadt sind, ne? Ach so. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, schon, klar. Mhm. Also, irgendwie ist da ja was, ist ja was buggy. Da ist kaputt. Naja, wir hatten ja das vermutet, dass es die Anzahl der Zombies sind, die spawnen, aber das haben wir jetzt reduziert ein bisschen. Also die Schwierigkeitsgrad haben wir nicht reduziert, ne? Sondern nur die Anzahl der Zombies. Was ist mit dir? Ah, ich hab mir nochmal einen blauen. Ja. Oh, schön, ich hab sie geschlagen, dann laufen sie weiter, ne? Ja. Ja, ja, das ist wie so ein Trigger. So. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen die Bewegungsfreiheit. Nicht bei allen, leider. Nein. Aber bei vielen. Und irgendwie war das, glaube ich, eine Schulklasse, weil wir haben alle verschimmeltes Brot dabei. Also ein Sandwich. Also ich hab nur so. Mutti, ne? Pausenbrot, genau. Nee, esse ich nicht, lass ich verschimmeln. So, mein nächster Level geht auf jeden Fall in den. In yes. Die. Oh. In die Nahkampfverteidigung. Ja. Essen, essen, essen. Was, das nächste Level gibst du wo rein? Wo ist in die Nahkampfverteidigung, also hier Bumblebeat oder wie das Ding heißt. Wo bist du denn? Hier bei mir ist immer präziser. Beim Shamway. Okay. Dann muss er der Gelbe sein. Gar nicht so weit weg. Crackerburg. Ich laufe vor dem weg, der kommt auch nicht hin. Nochmal, also du willst deine nächsten. Alles gut? Ja, genau. Du willst deine nächsten Punkte in was geben? In den. Knüppel. Stockkampf, ja. Nahkampf. Das ist welcher. Bumpe? Speed? Welcher Skill? Blunt Weapons? Blunt. Blunt Weapons, genau. Games Blunt Weapons? Bin ich jetzt bei 19. Reicht aber nicht immer. Ja, dann gebe ich jetzt mal meine letzten 10 Punkte da drauf. Mal gucken. Oh, da wir in diesem Let's Play, glaube ich, nicht mehr mit anständigen Waffen kämpfen werden, außer dem Knüppel. Vielleicht mal eine Pistole ab und zu. Mal eine Pistole vielleicht. Nee, mir wird ja eine Schrotze zum Beispiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oder so ein Jagdgewehr oder sowas. Oder ja, die Munition ist es, ne? Wir haben, wir müssen nach Hause. Woran liegt's denn? Was fehlt uns denn? Fehlt uns das Material oder fehlt uns der Skill? Also das Lernen? Das Material. So. Also erstmal fehlen uns noch Waffen. Aber wir haben ein paar zusammengesammelt gerade. Mhm. Wobei, mehr wäre jetzt nicht schlecht. Und ich weiß gar nicht, wie hoch wir den Loot-Spawn hatten, dass wir hier vielleicht nochmal kurz durchgehen.
Aber also ich würde gerne, also wird, macht Sinn, wenn wir nochmal durchgehen und vielleicht morgen mit dem Mopeds, Fragezeichen? Ja, ja. Einmal Reifen noch, verdammter Hund. Oh, nein, nein, nein. Schrei doch. Hat der mich gerade erschreckt? Entschuldigung. Okay. Scheiße. Schon verstanden. Macht mir so ein bisschen Angst. Herr Kaiser. Ja. Jumpscare. Oh, Hund. Shit. Mhm. Shit. Komm raus, wir müssen hier zusammen. Nicht rennen. Ja, warte, ich komme vorne rum. Ich lock nur durch die... So, ich komme wieder nach vorne. Ich warte vor der Tür. Wo ist denn? Ah, der ist hinter dir. Okay, also. Schlage. Und... Olle. Okay. Olle. Ja gut, jetzt ich bin dran. Oh Gott, vorbei. Ich komme. Wie noch einer. Oh, das war das Auto. Warte. Oh, ich hab, jetzt habe ich... Ja, oh, voll, sehr da schön. Hast du Level. Hast du gut gemacht. Im Vorbeihuschen. Danke für die Rettung. Kein Problem. Ich hab keine Ausdauer. Warte mal kurz, müssen wir schon was trinken. Ich hab Schrotzenmunition. Hast du eine Schrotze einstecken? Ja, hab ich. Warte. Wir brauchen noch einmal Reifen. Auf. Hier, komm mal hinter dir. Wirklich, wirklich. Ja, es wird. Okay, pass auf, mitten auf die Straße. Ja. Ein Schuss. Nice. Da kannst du mindestens... Haben ist besser. Jetzt hab ich 21. Naja, gut. Kommt noch irgendwas hinter dir. Bam, bam. Was? Okay. Direkt zum Bleib zerlegt. Schöne Ding. Sag mal, wollen wir jetzt öffentlich in dieser Folge mal über Ideen für die Zukunft reden? Oh ja. Ja. Bin ich dafür, auch um Leute mitzunehmen. Genau. Also, ich fange mal von vorne an, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe vor, in 2017 weniger Let's Plays zu machen, die so eine Reihe haben. Ne? Also wo man dann wirklich die Folgen produzieren und die müssen dann Dienstag, Donnerstag... Oh, der hat mir gegen die Beine geschlagen. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag kommen. Also das wäre zumindest mehr ein Bedürfnis, dass wir halt aufnehmen, wenn wir eine Idee haben. Und das dann entsprechend aufnehmen und vielleicht sogar am Stück raushauen und dann... Wisst ihr, was ich mache? Oh, was war das? Was war das Biene? Eben? Eine Mücke, ja. Biene in der Wand. In der Wand, stimmt. Tricks. Wir brauchen noch einmal rein. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, was können wir in 7 Days to Die machen, um das Ganze interessanter zu gestalten. Oder ich treffe sie nicht. Warte mal, ich hack das mal weg. Hinter dir ein Zombie. Oh Gott. Wir haben uns halt überlegt, wie können wir das interessanter gestalten, das Ganze. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen 7 Days to Die mit Projekt. Also mit Projekten, dass wir halt uns was vornehmen, was wir bauen oder sowas. Das nächste Thema ist, dass wir... Ich schack jetzt mal den Stein weg. Ja. Kannst... Ah, komm, noch ein Zombie. Du hackst ja gerne mal gegen, mach das. Okay, die ist tot. Also... Scheiße. Der frisst an dir. Oh, ist das ekelhaft. Friss ruhig weiter. Mach mal weiter. Guck mal, nur kurz nur stören. Das... Oh, geh weg. Dein schmeckt so gut. Also... Zweimal pro Folge. Projektbasierend, dass wir Sachen bauen, die halt, wo wir halt Ideen zu haben. Das nächste ist, dass wir, also das ist auch noch so eine Idee, die wir, glaube ich, gar nicht jetzt mit Wodan und Herrn Kaiser besprochen hatten. Das nächste Thema wäre zum Beispiel, dass wir uns umbenennen und auf öffentliche Server gehen. Okay. Kaiser ist schon mal dabei. Das ist gut, auf jeden Fall. Also, dass wir uns halt Charaktere erstellen, die jetzt nicht unbedingt Wodan und Spielekaiser und so weiter heißen, sondern Jack und Minjas. Nein, war ein Spaß. Genau, ihr beide nennt euch Jack und Minjas und wir heißen Wodan und Spielekaiser. Das wäre genau. Lustig. Nee, also das ist ein Ding, projektbasierend bauen. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel in dieser Folge hatten wir ja hinter den Minen, gell? Die kann man nicht aufnehmen, die Minen, oder? Nee, kannst du nicht. Kannst nur drüber laufen. Schärfen, ja. Kannst du hat jemand einen Pfeil für mich vielleicht noch so? Nee, wir finden ja hier keine Fehler, das ist halt schlimme. Achso. Ich hab ein paar. Okay. Okay. Kommst du zu mir? Ja, ich guck mal, wie ich hier reinkomme. Ich geh mal an den Ausgang direkt, da musst du mir nur Milch tracken. Ich bin jetzt am vom Eingang. Musst du nur Milch tracken? Milch tracken, genau. Oh, da hat jemand einen schwarzen Hund, vollkommen Hund gelaufen. Ja, warte, ich helf dir. Geh, aber lass uns hier reingehen. Dann hängt er sich vielleicht fest. Macht er nicht. Er ist intelligent und läuft weiter. Oh, fuck. Sehr okay. Schön. So, Federn. Also nochmal, um das Ganze abzuschließen, Pfeile damit ein vollständiger. Wo? Das draus wird. Hab ich hier die Pfeile. Hab ich, danke.
Damit ein vollständiger Satz draus wird. Also, Zukunft von Seven Days to Die wäre. Was hatte ich angefangen? Nicht, dass ich was spoiler. Dass wir projektbasiert was bauen. Das nächste ist halt, auf öffentliche Server zu gehen und dort mal zu gucken, was da passiert. Also das Unerwartete. Und das finde ich persönlich eigentlich eine ganz coole Idee. Bisschen reizvoll, ja. Yes. Du hast mir Crossbow-Balls hingedroppt. Habe ich nicht. Ach, shit. Jackie, kannst du mal die Minen entschärfen? Geh mal rein. Was anderes habe ich nicht. Ich kann die Minen entschärfen. Moment. Wie machst du das jetzt? Schießen. Habe ich schon wieder keinen. Okay. Warte, da ist noch eine drin. Das sind zwei. Ja, aber da kommt man. Okay. Also, projektbasierend bauen, okay. PvP und mit Mods zu spielen. Mit Mods müssten wir allerdings entweder warten, bis zum Beispiel der Alpha 16 ein entsprechendes. Lass mich hacken. Ich hab. Okay. Bis ein entsprechendes Mod-Paket halt reif ist, zum Beispiel dieser Well-Mod. Der hat halt, ich glaube, das wird wahrscheinlich einen Moment dauern, bis der dann für die Alpha 16 angepasst ist. Ja. Das ist halt immer so ein Nachteil, weil da könnte es halt sein, dass wir da dann, wenn ein Update kommt, irgendwie inkompatibel sind und solche Sachen. Das könnte kompliziert werden. Ja, das sind so die drei Dinge. Also projektbasierend, auf fremde Server gehen und natürlich anonym. Und die Mods, mit Mods zu spielen. Vielleicht habt ihr ja selber Vorschläge und könnt das mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Mods kennt, was ihr gerne sehen würdet oder halt allgemein, was ihr von der Idee halten würdet. Biene. Oh, fuck. Böse Biene. Ich habe keine Ausdauer, okay? Kommt in den Haus drin. Was ihr halt von den Vorschlägen haltet, was wir gerade so ein bisschen aufgezählt haben oder was ich in 5 Anläufen probiert hatte. Gott, das blöde. Ich glaube, man muss das nochmal zusammenschneiden. Und ja. Projektbasierend, PvP und Mods. Da bitte mal in die Kommentare schreiben, was ihr von haltet. Und wenn ihr zum Beispiel Mods kennt, bitte keine Server vorschlagen. Weil auf die Server, die ihr vorschlagt, werden wir sowieso nicht kommen. Genau. Weil sonst ist ja der Reiz des Ganzen. Ne? Der Reiz des Ganzen dahin. Yeah. Hatte ich sowieso schon mal vorher mit dem. Ich glaube, das könnte man. Naja. Ich glaube, das machen wir sowieso mit den Servern. Mit dem Server-Hopping könnte man mal so dazwischen schieben. Ja, das sind auf jeden Fall die Zukunft von Seven Days to Die, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Dass wir da uns halt was Neues ausdenken. Also hier nur das Let's Play durchzuziehen, weil ich glaube, das ist. Man merkt es an den Klickzahlen und man merkt es natürlich, oder man kann sich ja vorstellen, dass die Leute dann nicht so interessiert sind, wie wenn eventuell was Unerwartetes passiert. Also Mods ausprobieren. Was denn? Voll knüppelt sie. Ja, so genau so. Ein Zombie am Boden, jeder schlägt auf einen. Schon ein bisschen unfair. Mods ausprobieren ist auch keine schlechte Idee, ne? Ja, eben. Ja. Würde ich auch gerne machen. Es gibt ja richtig coole auch. Ist halt immer die Frage mit der Kompatibilität. Also man muss halt gucken, dass wir halt einen Server aufsetzen, der halt dann auf der alten Version läuft. Gut, da können uns die Playperium-Jungs sicher helfen. Ich glaube, die haben noch ein bisschen Geld über, um den Server zu bezahlen. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Haben wir jetzt lange nicht mehr gehört, gell? Ja, stimmt. Ja, die sind halt auf Malle. Seitdem sie die Kohle haben, ja. Sind auf Malle. Ja. Raus. Schweinehund. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt hier Loot-Tour weiter durch die Stadt? Ich baue Bikes. Genau, der baut Bikes. Wir suchen noch ein bisschen Waffenmaterialien. Also wo sollen wir denn da? In Safes am besten. Die sind verteilt. Ich guck mal, welche Farbe hast du? Du hast blau. Also ich loot jetzt hier diesen Dings hier durch. Und hoffe, werd da ein bisschen fündig. Ich bräuchte was zu essen. War hier nicht auch ein Lebensmittelladen irgendwie dabei? War das nicht hier waren ein paar Kisten, aber hier war nichts zu essen drin. Wo du jetzt drin bist, meinst du? Ja, naja, Essenskisten waren hier, aber. Working Stiff Tools, Cracking Wood. Ich hab hier ein bisschen was zu trinken und eine Suppe. Die ist jetzt allerdings alle. Ich verschüttet. Auf dem Boden. Damit du sie nicht kriegst. So. Ich mag ihn so gerne in Fleischhammer. Das ist so nett. Warte mal, hier drüben ist doch die Bank. Habt ihr die schon komplett leer? Oh nee, nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Kaiser und der. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, nee. Also wir waren drin auf jeden Fall und haben was angefangen. Die Bank wäre jetzt interessant. Wollte doch derjenige mit dem höchsten Scavenging rein, glaube ich. Insecure. Achso, dann mache ich jetzt die Ding. Moment, ich guck mal. Wer hat denn hier Scavenging? Warte mal, ich bin bei B. Ist also ich bin 53. Ich könnte auf 58 hoch. Kannst du. Und wo bist du bei Lucho? Quality, meinst du, ja. Ich bin draußen. Zwei bin ich da. Ja, ich auch. Wie blasse?
Scavenging? Du könntest den dritten noch auf werden, ne? Nein, da fehlen mir 5 Punkte. Wie viel? Nee, da fehlen mir nicht noch Punkte, aber ich muss ja erstmal auf 60 kommen, aber dann werde ich mein Scavenging jetzt erst auf jeden Fall. Ja, machen wir mal so. Dass ich da auf 60 komme, das kann ich zwar auch noch nicht komplett. Aber dann bin ich jetzt schon mal bei 58. Soll man noch so lange warten? Ja. Okay. Also du machst sie dann auf mit Lucho 3. Genau. Wir können sie ja schon mal, schon mal zeigen. Die sind schon aufgeschlagen. Die haben Wodan und Herr Kaiser. Wir haben schon geachtet. Ja. Ihr habt die auch alle. Oh, guck mal, ich habe eine Schiebermütze gefunden. Die wusste ich gar nicht, dass es gibt. Die haben die schon gelootet. Die haben die schon gelootet? Ja, ihr seid doch echt. Hier, guck mal, ich habe eine Schiebermütze. Also ziemlich dunkel, siehst du das? Mann. Ja. Ist schön. Sieht aus wie so ein aus den 50er Jahren, so ein Bankräuber. Ungefähr. Ja, so siehst du aus. Deine Mutter. So siehst du aus. So. Genau. Aus den 60ern, 50ern. Und Bank. Wie geil. Sag mal, habt ihr die Bank komplett gelootet, weil die Schreibtische hier drin waren noch? Nee, hier unten sind noch welche. Sir, hier ist noch Ena insecure. Ena ist noch untouched. Moment. Hier drin. Ansonsten haben sie echt alle gelootet. Aber der ist schon aufgeschlagen. Ja, er ist aufgeschlagen, ja. Mhm. Aber gut, immer mit Profis und dann spielst du doch mit denen hier. So ein Sturzpro. Hat Ena gesagt. Spiel doch mal mit denen, die sind gut, haben sie gesagt. So, hat doch einen Spielekaiser einer, ist echt ein toller Typ, ey. Der würde Spaß machen, haben sie gesagt. Ja, alles eigensinnige Schweine. Wirklich, komplette Ding, hier ist noch... Oh, ich habe gerade eine 502er Pistole gefunden. Geil. Geil. Deswegen muss der looten. Leider. So leid es mir tut. Arsch. Für andere. Nicht mich. Für die anderen. Halt. Weil die Materialien... 2017, das macht wieder total Spaß, ein Fleischmann zu spielen. In Wiener seinem Rucksack. Ich habe AK-47-Schematik gefunden. Kann ich schon. Kannst du lernen, wenn du möchtest. Dann lerne ich das mal. Gibt's hier nicht hoch auf Dach? Und was haben wir noch gefunden? Hunting Rifle Parts und ein Shotgun Stock. Ein Shotgun Stock. Shotgun, also ein Shotgun, nicht Short. Shotgun vorne sitzen. Nein. Was? So. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, muss ja nicht. Nicht schlimm. Ist mir klar, hätte ich jetzt sagen müssen. Dann hätte ich noch mehr gehasst. Du hast nicht verstanden? Ist ja merkwürdig, ne? Ehrlich jetzt. Naja. Hättest gedacht, ne? Ja. Gerade du auch. 10 mm. Ah, dass du nicht die hellste Kerze, ne? So. Nur, um das mal weiterzuführen. So ungefähr. Findest du witzig, wa? Ich lache sehr. Ich freue mich. Wow, ich habe jetzt in einem Schrank zweimal eine Wrench gefunden mit 534 und 514. Mias, brauchst nicht rumwundern, du bist einfach der bessere Looter jetzt aktuell. Nee, ja. Bluter, du, hast du gesagt. Bluter. Rumbluter, ja, hab ich doch gesagt, ja. Rumbluter. Menschheit Bluter. Ein Rumbluter. Der blutet rum. Ja, geil, da können wir Rumtopf machen. So, die Herren, Bikes stehen. Alle? Alle. Haben wir alle Körbe? Nee, wa? Nein, Körbchen und ich. Ich hab ein 131er Körbchen. Baskets. 131er Körbchen. Wollen wir die irgendwie draußen hinstellen zur schnellen Abfahrt? Stehen schon bereit. Meine heißt Susi Sorglos. In Anerkennung an eine Schwalbe von einem Kumpel. Geh mal ganz kurz noch in die ist auch Susi Sorglos. Geh noch mal ganz kurz in die Tanke. Ich hab's ohne Sterben, so, mein Held. Sprit ist auch schon ein bisschen drin, aber... Nice! Sag mal, soll ich denn... Dann mach ich mal die Tanke leer, ne? Die ist schon leer. Du wolltest sie sowieso, ja? Dachte ich jetzt? Ja. Ja, die Garage war zum Beispiel noch nicht gelootet von der Tanke. Hier ist noch Benzin. Ein ganzes Fass. Sehr gut. Was ist jetzt passiert? Kann die jemand schon umwandeln? Ich brauchen wir noch Reifen? Was umwandeln? Benzin. Fässer umwandeln in normales Benzin. Nein. Ich habe das Rezept nicht. Und da Gas, ne? Ja. Gas. Kann ich auch nicht. Oh, da ist unsere letzte Chance. Nee, ich kann das auch nicht. Weiß ich jetzt schon. Nein. Das kann ich nicht. Siehst du? Kann ich nicht. Nüt. Schade. Wer stirbt denn hier neben mir? Haben Sie Durst? Nee, ist ein bisschen warm. Ah.
Das ist nur ein bisschen warm. Ich habe gar nichts an. Da bist du viel Glühwein jetzt rum. 493 Reifen. Was? Also blau. Ja. Sehr gut. Nimm mit, passt. Kann man nehmen, ne? Kann man mitarbeiten. So, wir sind noch. Ja, wir müssen Gunpowder noch machen. Wir haben nur noch 50 von dem Scheiß. Jetzt sind wir mobil, können schnell in den Schnee fahren und eine kleine Mine bauen. Geil. Okay, was machen wir? Also haben wir hier noch Sprit, um nach Hause zu kommen, oder nicht? Ja, das wird reichen. Wieso liegen hier Casino-Tokens drin? Wer war das? Bitte? Ich wahrscheinlich. Okay, du willst uns also... Du willst gegen uns spielen. Was? Einen anderen Grund sehe ich nicht. Sag mal, kann ich die Sandwiches wegwerfen? Ja. Gunpowder können wir auch wegwerfen, oder? Können wir doch herstellen. Zwei Gunpowder macht doch keinen Sinn. Nee. Wo bist du? Nein. Okay, ist gut. Panik. Für mich ja, ich dachte, das wäre das ja, ne? Panisch. Bei Gunpowder können wir doch, stellen wir doch wesentlich mehr her. Nein, oder nein, tun wir nicht. Zwei Gunpowder ist gut. Ist gerne genommen, auch. Vor allem, wenn morgen Horde kommt. Bitte. Oh, shit times. Bitte. Ach ja, shit. Ja, wir brauchen noch ein paar Materialien. Also, paar Waffengeschichten. Ich kann Leather Leg Armor, habe ich gleich zweimal das gleiche Rezept gefunden. Leg Armor, Alter. Leg am Armor. Leg mir am Armor. Leg mir am Armor. Die ganze Tanke war noch nicht gelootet. Ich brauche Hunting Rifle Parts übrigens. Ganz hart. Parts sind hart. Hab ich ja. Die hast du bei, ne? Also du bist gerade irgendwo 74er unterwegs. Ja, okay. Fortschreiben? Nee, ne? Klärten mal cool. Okay. Gut, dann geh ich jetzt auch nochmal kurz raus. Irgendjemand hat ja mal gesagt, man kann alle Karten durchlesen. Alle, wie heißt das, Quest? Ja. Mach ich jetzt natürlich auch immer, ne? Ja, klar. Und innen nach anderen spielt sich dann ab, oder was? Hm. Ja, so habe ich es verstanden. Ja. Würde ich auch so verstehen. Ich dachte, die erste setzt die zweite oder sowas. Nee. Und? Man darf, glaube ich, nur keine Schatzkarte mit dem gleichen Namen lesen. Ah. Gut, macht Sinn. Aber das resettet dann alles. Genau, dann ist. Das löscht Ende. Das Internet. Oder wie? Ja. Ich habe noch einen Shotgun-Stock. Ich habe zwei Shotgun-Stocks jetzt. Das ist doch auf jeden gut. Fall gerne mitnehmen. So, dann habe ich noch einen Shotgun-Short-Barrel. Will niemand, oder? Das ist, glaube ich. Der ist jetzt nicht so wichtig. Also, den kannst du eher wegschmeißen als irgendwas anderes. 19:40 Ja, ich könnte scrappen. Boah, 1940. Das, danke für den Hinweis. Hund. Hund? Ah, ja. Geschlagen worden, ich bin. Wo ist Hund? Wieso treffe ich den Zombie nicht? Okay. Wo ist Hund? Hier hinten hat was geknurrt auf jeden Fall. Es war nicht mein Magen. Hä? Ja, der ist hier drin wahrscheinlich im Gebäude. Okay. Rechts neben mir. Okay. Schön. Prügelt auf ihn hier. Auf ihn einprügeln! Spidey! Hau ihn! Spikey kommt, hinter Spikey euch, kommt. Hinter euch. Krabbe. Hund. Hund. Er ist ein Hund. Ah, der bewegt sich nicht. Ja, gut. Ah, zeig mir. So, ich hab ganz viel Mats dabei. Soll ich mal unten abgeben? Ja. Wollen wir die Hütte nochmal sichern? Weil wir die eine Nacht müssen wir ja nochmal, ne? Ah ja, ich hab noch ein paar Spikes. Ja, wir fahren doch jetzt nicht los in der Nacht, das macht doch keinen Sinn. Nee, es macht echt keinen Sinn. Ich ja, lass uns mal hier eine Nacht überleben und dann... Hallo. Okay. Wie so, ich mach die Waffenparts, mache ich jetzt in die Kiste, wo die anderen drin sind. Ja, genau. Und zwar ein bisschen mit Abstand, damit du siehst, was Neues. Und die Pistolen mache ich auch rein, die 500. Sehr gut. Pistolen sind vielleicht auch erstmal zum Schießen, ja, nicht schlecht. Ja. Haben wir ein bisschen, wir müssen halt ein bisschen Skill dafür kreieren noch, aber ansonsten. Korb habe ich noch dabei, ne? Oh, Spiele. Ja.
sterbe nicht. Ich habe auch Papier noch 41. Wie geil sitzt er denn hier? Langsam finde ich gefallen. Beim Nahkampf. Aber die liegt ja auch schön hier, guck mal. Ah ja, ja. Guck mal, wie er da sitzt und wie sie hier liegt. Das ist immer richtig gut. Stimmt. Das ist glatt ein Foto wert. Aber auch es ist wert, diese Folge zu beenden, denn sie muss einen Abschluss haben nach 25 Minuten. Oha. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet zur nächsten Folge wieder ein, und zwar am Samstag. Praktisch die zweite Folge, die in 2017 aufgenommen worden ist. Wie gesagt, vergesst nicht in den Kommentaren zu kommentieren, was ihr von unseren Zukunftsplänen haltet und ob ihr vielleicht noch Ideen habt für Mods oder ja, weitere Ideen. Ja. Wir heiraten. Wir sind da offen. Wir heiraten in-game. Wir wollen das einfach mal ausprobieren. Genau. Mhm. Juhu. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Mach's Samstag. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.